Also nach dem, was ich jetzt so rausbekommen habe, ist es so, dass hier irgendwie so eine große Seuche irgendwann mal gewesen ist und um diese einzuschließen oder um irgendwas, was die erzeugt hat, was auch immer, um das Böse einzuschließen, haben sie diese Artefakte hier genommen und haben es in diesen Tempel versiegelt. Und diese Artefakte brauchen wir jetzt, um den Tempel wieder aufzuschließen, weil diese Seuche sich anscheinend über den Planeten verteilt hat und wir den Kern dieser Seuche jetzt irgendwie beseitigen müssen. Wie auch immer wir das machen wollen. Und ja, um diesen Kern zu treffen, müssen wir die Artefakte sammeln, die Chose benutzt haben, um das Vieh einzusperren, weil so eine hochtechnologisierte Zivilisation sich ja auch überhaupt nicht mal hätte denken können, dass diese Seuche ausbricht. Und deshalb haben sie natürlich den Kern eingeschlossen, ist klar. So, wir speichern an der Stelle einfach nochmal. Also ganz ehrlich, wenn die Chose so schlau waren, wie konnte es dann dazu kommen, dass die Seuche zum einen ausbricht und zum anderen, dass sie davon nichts wussten und es dann auch noch denjenigen, die versuchen, diese aufzuhalten, so schwer machen mit den 12 Artefakten. Okay, man kann jetzt natürlich argumentieren, da wäre die Seuche noch schneller ausgebrochen oder noch heftiger, wie auch immer. Aber mir erschließt sich das Ganze jetzt noch nicht so vollständig. Vielleicht kriegen wir da ja noch mehr mit. Wobei ich sagen muss, dass in den Prime-Teilen ja, es gibt sehr wenige bis zu keinen Zwischensequenzen. Und in keiner Zwischensequenz wird irgendetwas geredet. Zumindest in den Prime-Teilen. Naja gut, im Metroid Prime 2 war es so. In dem dritten Teil ging es wieder. Da wurde so ein bisschen geredet, aber so wirklich schlüssig. Nee. Also da hat mir schon einiges gefehlt an den meisten Stellen. Und joa. An der Stelle wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir halt einfach viel scannen müssen und die Geschichte dann irgendwie selbst zusammenreihen müssen. Aber sobald man das dann mal geschafft hat, ist es extrem geil. Und das kenne ich, wie gesagt, aus den anderen Teilen. Oh, die kriegen wir auch kaputt. Wunderbar. Einfach nur Missile draufjagen und dann, ich dachte, dahinter wäre irgendwas. Das sieht so, naja. Es sieht danach aus, als wäre da irgendwas. Ja, das war ein normaler Stachelkopf oder wie auch immer die heißen. Ich habe schon wieder vergessen. Und hier hinten dürften wir. Hallöchen? Ne, die hat noch. Das waren noch diese Viecher mit diesen ganz vielen Köpfen oder so. Na gut, die waren aber nicht stark. Gut. Hier hinten ging es dann weiter wieder mit Missiles. Und danach kümmern wir uns dann tatsächlich auch mal um die Stelle, wo wir anscheinend weitergehen sollen. Wurzelschlucht. Okay. Igler. Ja. Das sind diese Viecher. Boom. Geht es hier irgendwo hoch? Ich nehme mal, nach oben kommen wir nicht, weil da können wir eh nicht die Tür öffnen. Das kann eine Weile dauern, bis wir da die Tür öffnen können. Wow, der war eng. Ja, runter müssen wir auf jeden Fall kommen, weil ansonsten kommen wir nicht mehr hoch. Ja. Aber runter kommt man sowieso immer, von daher. Außer es sind irgendwelche dämlichen Geländer da, aber das ist hier nicht der Fall. Einfach mal nach unten. Wow, das hat mich jetzt erschreckt. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Boss oder so, aber es waren nur diese Luschen. Lusche! Meine Fresse. Ihr könnt doch gar nichts. So. Hier haben wir wieder eine Tür und gucken jetzt mal, was gibt es denn hier so. Hier gibt es den Kavernengang zum Transporter B. Okay. Ja, Stachelschaler, bla bla. Hier soll ein Transporter-Eingang sein. Zu was auch immer dieser Transporter führen soll. Also, zu einem neuen Story-relevanten Gebiet kann ich mir nicht vorstellen, weil ja, mit Missiles hätte man hier schon viel früher hingekonnt. Was haben wir denn hier? Zutritt zu den östlichen Höhlen von Magmu genehmigt. Bitte Hologramm berühren. Okay, wir hätten nach Magmu schon viel früher gehen können. Das wundert mich jetzt echt. Aber wir gehen einfach mal lang. Ich bin jetzt auf Entdeckerdrang, ja. Mir ist jetzt auch egal, ob das nicht Story-relevant ist oder ähnliches. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier so ist. Und eigentlich müssten wir jetzt ja wieder zu Magmu kommen. Nur was ist jetzt östlich? Was es jetzt damit auf sich hat? Das zeigt wahrscheinlich einfach nur an, wo der Transporter hinführt. Und ich nehme mal an, ja, wir sehen es. Wenn wir diesen Weg gegangen wären, wir wären direkt zum Transporter gekommen. Also, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Jetzt kommen wir auch tatsächlich dahin. Das hatte ich mir auch eigentlich schon fast gedacht. Oh, hier wären wir gar nicht weitergekommen. Also hätte es wenig Sinn gemacht, das hier nochmal zu untersuchen. Außer, dass wir da hinten in diesem einen Raum, ihr seht es vielleicht in diesem abgegrenzten Raum, wahrscheinlich noch irgendein Item bekommen würden. Was auch immer das sein mag.
Ist jetzt die Frage, wollen wir mal probieren, darüber zu gehen? Probieren es einfach mal. Ist mir egal, geh durch. Nein, lass mich durch, dankeschön. So, das ist natürlich echt Mist hier mit dem der Lava. Aber naja, kann man wohl nichts machen. Gib mir am besten mal wieder ein bisschen Energie. Nö, gar nichts. Hier oben, ah, das ist doch Energie. Gib mir Energie, jawohl. Kann man hier irgendwas machen, damit man... Vielleicht, oh ja, mit dem Morphball, ich bin natürlich auch so geil. Oh Gott. Ja, einfach mal mit dem Morphball hier neben durch und dann... Kommt man hier noch irgendwas? Vielleicht? Nö, sieht nicht so aus. Nö. Naja, immerhin, jetzt wissen wir, wie wir hier lang können. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Wir müssen nicht immer wieder durch die Lava gehen, was ich trotzdem mal gerne mache. Also so durch Lava gehen macht schon Spaß, muss man sagen. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach nur nochmal an, wo das hier hinführt. Und ja. Also mir erscheint das Ganze hier deutlich offener, als ich von Metroid Prime gewohnt bin. Ich meine, hier hätten wir schon viel früher hingekonnt. Schon nachdem wir Missiles bekommen. Gut, mit Morphball hätten wir natürlich auch noch gebraucht, eben für das. Obwohl nicht mal. Eigentlich hätten wir auch so durchgehen können. Und ich sag mal so, wenn wir hier mit so wenigen Energiecontainern hingegangen wären, wie wir anfangs hatten, dann wären wir jetzt ziemlich kaputt gegangen. Also, nicht nur ziemlich, sondern hart. Also, das ist schon nicht ohne. Da oben haben wir Missile-Container. Okay, das ist schön. Kommen wir da irgendwo hin? Beziehungsweise, ich wüsste einfach mal gerne... Ja. Ab durch die Lava! Way! Na, es zieht nicht so viel ab, also. Ah, das war dieses Viech. Vulkanischer Klammerbock, ja. Toll. Nein. Nein, lass mich los. Danke. Ja. Schleuder mich nach oben. Ja. Ja, super. Boah, hier verliert man schnell Leben. Hier verliert man schnell Leben. Ich will hier raus. Gott. Du Scheiße. Ich krieg ja alles hier abgezogen. Ist ja unglaublich. So, kommen wir hier zum Missile-Container? Nee. Hier kommen wir irgendwo hin. Super. Will Energie. Wieso gibt mir keine Energie? Lavakanal. Ich hasse dieses Gebiet. Schon jetzt. Gott. So, hier kamen wir her. Also hier, ab hier sollten wir alles irgendwie bekannt sein. Hä? Ach ja, das ist natürlich auch super. Herrlich, jetzt sind wir wieder hier. Och Mann, komm, verarsch mich doch nicht. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich mal da hinten irgendwie gucken. Aber das lasst ihr ja nicht zu, ihr Asozialen. Ich bin ruhig. So, hier ist auch noch so ein Klammerbock. Bringt uns das irgendetwas? Vielleicht sind ein Morphball-Loch. Ich würde ja mal fast davon ausgehen. Nein, das war blöd. Jetzt haben wir nur noch einen Container. Ja. Immerhin haben wir den gekillt. Und hier ist natürlich absolut gar nichts. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Ja, du tauchst wieder auf, oder was? Du bist ja auch ein ganz schön toller. Hä? Was? Hä? Moment, den verstehe ich jetzt nicht. Moment! Was macht ihr hier? Füllt ihr Lava nach oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, hier lang. Wow, ich habe gedacht, die Kisten machen es mir jetzt kaputt. Moment, kann man hier hoch? Nee. Irgendwo da oben muss zum Missile-Container muss man ja hinkommen. Das müsste ja eigentlich gewährleistet sein. Hoffe ich mal. Da oben. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ist hier nicht irgendwo ein Morphball-Loch oder so? Eigentlich müsste es das. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir immerhin mal so einen kleinen Durchgang geschaffen. Das finde ich ja tatsächlich schon mal nicht so verkehrt. Auch wenn ich hier nicht wirklich sehe, wie man diesen einen... Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Da ist auch noch ein Durchgang. Sehr seltsam. Da oben vielleicht. Da oben ist auch noch ein Durchgang. Hä? Also langsam blicke ich gar nicht mehr durch. Gibt's hier vielleicht was, was man sprengen kann oder so? Nee. Ich sehe hier oben sehr viele mögliche Durchgänge. Hier, ah. All diese Verankerungspunkte. Ja gut, Grapple Beam, klar, aber... Aber wohin? Hm.
So, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo es für den Zuschauer langweilig werden könnte. Oder wo es schon lange langweilig geworden ist. Ich weiß ja nicht. Ich suche an der Stelle meistens dann nochmal. Und ich hoffe, das ist euch auch ein wenig recht so. Ihr könnt mir natürlich schreiben, wenn das total langweilig ist, sowas für euch. Aber ich finde es immer interessant, ob man dann nochmal an irgendein Item rankommt. Zumal wir jetzt auch schon nicht unbedingt einen kleinen Weg gegangen sind. Und dann möchte ich eigentlich schon was davon mitnehmen von dem Weg. Damit er wenigstens nicht ganz umsonst war. Aber sieht so aus, als... Wie kommt man denn da hin? Bin ich blind oder so? Na, einfach mal mit Charge Beam probieren. Ja, eigentlich müssten wir da irgendwo hoch. Vielleicht kann man da mit Grapple Beam nachher hoch. Aber an der Stelle... Jo, ohne Grapple Beam brauchen wir das hier wahrscheinlich gar nicht mehr zu probieren. Von daher gehen wir wieder zurück. Juhu. Ich nehme mal wieder schon Ewigkeiten auf und habe mal wieder nichts Story-Relevantes irgendwie geschafft. Das ist immer wieder schön, ja. Hey, was ist hier? Nein, 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 nein. Nein, nein, böse. Böse, sehr böse, sehr ganz böse. Ach du Scheiße. 23 Energie. Aber da oben müsste man zum Missile-Container hinkommen. Das sieht sehr schwer danach aus. Also von daher einfach nur immer nach vorne drücken, dann kann ich hier auch nicht runterfallen. Weil das war echt dumm eben. Oh ja, hier kann man auch runterfallen. Also immer schön langsam und behutsam. Oh, nicht so schnell. Hier. Da oben geht es eigentlich auch noch lang, oder? Täuscht mich das? Oh, nicht da runterfallen. Egal, einfach weiter. Nein, 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 nein. Boah, die Kamera, ey. Macht mich schon fertig. Missile-Container, ja. Jawohl. Also es klappt ja doch irgendwie. Wenn man denn Lust drauf hat und wenn man irgendwie auch noch sucht. Jetzt kommt hier wieder Lava runter. Ich check nicht. Naja. Was soll mir das Ganze sagen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben immer den Missile-Container mitgenommen. Dann haben wir ja doch noch einen kleinen Erfolg erlebt. Auch wenn ich jetzt hier schon wieder die größte Gülle baue. Aber okay. Ja, aber solche Morphball-Löcher. Nach sowas muss ich mich halt immer ein bisschen länger umsehen. Sowas kriege ich nicht direkt mit. Und das bitte ich halt einfach zu entschuldigen, weil das kriegen wir auch nicht schneller gebacken. Ich weiß nicht, also ein 100% Run, wie gesagt, es ist blind. Ich werde mitnehmen, was geht. Wenn ich nicht alles krieg, Pech gehabt. Nein, 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 nein. Okay, so langsam wird die Energie echt knapp. Und so langsam sollten wir wieder einen Speicherpunkt kriegen. Und das meinte ich auch mit Lava-Welten. Da muss man sich echt in Acht nehmen. Ja, Energie kritisch, danke, das ist mir bewusst und ich mache noch mehr Kacke. Ach du Mist. Hier geht's ja auch noch weiter. Sollen wir? Hier geht's wahrscheinlich nicht mehr lange weiter, deshalb, glaube ich, wir könnten hier nochmal reingucken. Zwischenhöhle zu den Feuerseen. Das hört sich nicht so gesund an, tatsächlich. Und, ja. Ich will hier auch nicht wirklich nochmal lang gehen. Oder? Nee, das ist... Nee. Da müssen wir vielleicht hin, wenn wir in Lava stehen können. Aber vorher sage ich dazu Tschüssi! Und jetzt erstmal speichern gehen. Das wäre mir jetzt so das Wichtigste an der Stelle. Huhu, es ist gerade ein bisschen stressig. Finde ich zumindest. Also ich hätte die Eiswelt lieber, da konnte man sich in Ruhe umsehen und hier da macht man einen falschen Schritt und dann boom, landet man direkt in der Lava. So, jetzt aber erst mal zurück zum Schiff gehen. Ohne Speichern lohnt sich erst recht nicht mehr weiterzumachen. Auch wenn wir vielleicht im nächsten Gebiet... Wow, ich nehme mal an, wir werden bald in ein neues Gebiet kommen, wenn wir da eh wieder was Besseres kriegen. Nein, oh Gott, ich mache jetzt alles kaputt, ey. So, hier, das war die Wurzelschlucht, genau. Und hier... Ich nehme an, da gab es nichts anderes mehr. Was ist denn hier das? Analyse lässt vermuten, dass sich brütende Lebewesen im Erdreich aufhalten. Ich hoffe nicht. Ah ja, okay. Das meinten die damit. Ich dachte irgendwas Größeres, aber diese Viecher sind ja noch in Ordnung. Ja, jetzt lässt sich nicht mehr die Analyse... Jetzt ist die Analyse wohl ein bisschen falsch, ja. So, gehen wir wieder nach oben. Gucken auf dem Weg vielleicht nochmal, ob wir irgendwas scannen können. Weil an der Passage bin ich ja relativ schnell angegangen.
Wir können hier irgendwie hochgehen. Eigentlich sollten wir dann auch nochmal hier hochgehen, wenn das denn klappt. Hä? Moment. Blicke ich schon wieder nicht durch. Weil Sommes schon wieder nicht springen will, oder was? Sommes. Danke. Kann nicht wahr sein. Also alles kann sie, nur springen kann sie nicht, ganz ehrlich. Ja, super. Juhu. Was, ich sag's noch, ey. Ich sollte echt meine Fresse halten. Vor allem, ich bin ja derjenige, der spielt, also eigentlich ist es ja mein Unvermögen, was mit dem Springen zusammenhängt. Aber okay. So. Endlich haben wir das auch geschafft. Hier oben geht es noch weiter. Analyse, Grapple Beam, ja. Aber da können wir an der Stelle noch nichts machen. Gut, also wir merken uns, mit Grapple Beam können wir einfach mal überall weitergehen. Ist schon mal nicht schlecht, aber würdest du mal bitte... Würdest du? Hallo? Ah ja. Gute Sache. Ja, ein bisschen Energie noch für mich. Dankeschön. Und jetzt bitte speichern. Das wäre mir jetzt echt am liebsten. Bitte. Einfach nur speichern. Speichern, speichern, will speichern. Speichern. Ja, es ist auch... Irgendwie werden die Wege gerade immer länger. Kommt mir zumindest so vor. Kann auch sein, dass das... Oder sind wir auf der falschen Richtung? Nee, sind wir nicht, glücklicherweise. Ich habe schon gedacht, wir wären jetzt wieder auf dem Weg in die... öde Landschaft von... den Ruinen der Shoso, ja. So nennt man sie. Ich habe es schon wieder immer wieder vergessen. Ist nicht das Ödland von Argon, nein. Es sind einfach nur die Ruinen der Shosos. Das sind so schwer. Jo.